Hallo, mein Name ist Teddy T. Man nennt mich allerdings auch der Prophet oder der Auserwählte. Dazu wurde ich nämlich am Tage jener seltsamen Begegnung, als ich Gott traf, wobei dieser nicht mehr so genannt werden möchte, sondern nur noch The Goddy Waddy Goody One, ganz im Sinne des Doo-Wop. Und im Auftrage von The Goddy Waddy Goody One suchte ich die Crystals, die Doo-Woppers und die Kapelle, also Gleichgesinnte, um sie alle zu gläubigen Anhängern des Doo-Wop zu machen. Ein Wunder ist geschehen und so klingt es. Ab jetzt wird alles anders. Jesus ist Todeslebe, Teddy T. Und mit ihm die Auferstehung des Doo-Wop. Es gibt ja eine große Nostalgiewelle, 20er Jahre, 40er Jahre. Aber diese spezielle Abteilung aus den 50ern ist leider ziemlich in Vergessenheit geraten. Obwohl es wunderbare, gerade Gesangsarrangements gab. Und das waren meistens ja entweder Frauen- oder Männergruppen. Und wir haben eben die gemischte Form hier gewählt. Und das ist, glaube ich, so ziemlich ein Novum. Er galt schon immer als verrückt. Seit er Gott begegnete, ist er vollkommen durchgeknallt. Vor seiner Erleuchtung war Teddy T. noch Timo Dirkes, studierte am Max-Reinhardt-Seminar, schauspielerte in München und beim Film. Am Deutschen Theater wurde er zu Hans-Hanno Habichhorst, dem Showmaster von Quizit. Nun ist er der Auserwählte, die Stimme des obersten Bandleaders. Gott ist in diesem Fall ja auch eher verrückt und leicht strange. Das ganze Umfeld von Gott im Himmel, die haben ja alle ihre eigenen Doo-Wop-Band und ihre eigenen Doo-Wop-Namen sich zugelegt in den 50er Jahren. Und im Gegensatz zu der Erde ist es dort eben nicht in Vergessenheit geraten. Doo-Wop ist Chorgesang, der den Rhythmus des Kontrabasses nachahmt. Erfunden von Habenichtsen ohne Instrumente, dafür mit manierlichen Anzügen und eigenen Gesetzen. Gebot 1. Dittatidi. Dittaten, didi didi. Gebot 2. Boom boom, shaddy weddy wop. Gebot 3. Mdubi du dam dam. Mdubi, mdubi du dam dam. Dabi. Alles klar? Die Regeln verstanden? Noch nie war Gottes Botschaft so einfach. Noch nie eine Predigt so musikalisch. Teddy T. hat Licht in die Herzen der Menschheit gebracht. Wir danken dir, Timo Dirkes. Wir danken Gott. Danke auch dem Doo-Wop. Alles wird friedlich und besser und harmonischer. Natürlich. Und nun das 10. Gebot. Ramalama ding dong. Ramalama ding ding dong.